Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Steffen, zum Start, wie sieht's mit dem Personal aus? Ja, da haben wir heute wirklich mal eine längere Liste. Bisher waren wir verschont geblieben, aber die Woche ist dann schon das Einige oder Einiges dazugekommen. Ausfallen wird Jonas, Kainzi, Deju, Tim Lempele, Marvin Obitz und jetzt im Training eben hat Flacco oder Skiri sich noch verletzt mit Verdacht auf Faserriss. Da müssen wir halt noch gucken. Und King ist aus persönlichen Gründen noch nicht vor Ort. Wie gesagt, eine etwas längere Liste. Ja, gucken wir mal, was rauskommt. Grundsätzlich fange ich mal gleich weiter an, dass es schon darum geht, gerade auch wenn wir ein volles Haus haben, einfach unser Spiel zu spielen, nach vorne zu spielen, klar zu sein, auch dementsprechend nicht nur ein gutes Spiel zu machen, sondern auch dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das ist unser Ziel. Dementsprechend werden wir auch auf unsere Art versuchen, nach vorne zu spielen, wollen das auch dementsprechend nicht verändern. Ja, und gucken halt, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung bringen, freuen uns natürlich auf die 50.000 Zuschauer. Und das würde ich gleich gerne vorweg warnen. Wichtig dabei ist, alle, die da sind, bitte die Regeln beachten, weil das ist wichtig in der heutigen Situation, dass wir auch alle dann diszipliniert im Stadion sind, dass wir weiterhin an die Regeln denken, dass es auch weiter offen bleibt. Das aber nur kurz zum Anfang. Alles Weitere freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Dankeschön, Steffen. Wer möchte gerne loslegen? Dann Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau zum Start. Wie heißt die Zeitung? Rundschau. Hallo, Herr Baumgart. Ich fange gleich oder knüpfe gleich an beim Personal. Wenn 7 Spieler ausfallen, wer rückt dann in den Kader auf? Alle anderen. Also bis auf Georg Schraub und Haupe sind alle dabei. Und dann gucken wir mal, was morgen ist. Also im Moment ist es wirklich so, dass wir morgens dann immer alle Schäfchen zählen. Und dann geht es weiter. Und dann gucken wir. Aber grundsätzlich nochmal, die anderen Jungs, die da sind, die sind alle gut drauf. Das heißt, wir werden auch einen guten Kader zusammenkriegen. Ändert nichts an dem, was wir wollen. Also wir wollen jetzt auch keine Ausreden suchen. Alles gut. Dann gerne Guido Ostrowski für Radio Köln. Ja, gut drauf ist auch der Gegner, der BVB, die im Moment vielleicht nicht ganz so spektakulär spielen, wie sie das schon gezeigt haben in dieser Saison, aber sehr effektiv. Wie groß wird die Herausforderung am Sonntag? Was erwarten Sie? Also erstmal bin ich froh, dass jemand auffällt, dass Dortmund besser spielt als das, was geschrieben wird, weil das dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise stehen da Sachen drin, wo ich denke, entweder habe ich keine Ahnung mehr von dem, was ich mache. Oder die Bewertung ist relativ falsch, wenn wir sehen, das ist die zweitbeste Rückrundenmannschaft von 9 Spielen, 7 gewonnen. Wer sich die letzten Ergebnisse anguckt, bis auf in Augsburg 1-1, alles zu Null gespielt, alles zu Null gewonnen, finde ich, hängt schon viel oder ist schon viel Qualität. Wenn ich dann bedenke, mit welchen Widrigkeiten dann auch Dortmund seit einer längeren Zeit zu kämpfen hat, das heißt immer wieder viele Verletzte, immer wieder Spieler neu mit einbauen, kann man eigentlich nur sagen, dass sie einfach eine sehr, sehr gute Runde spielen und das sehr, sehr gut machen. Deswegen ist die Bewertung von Ergebnissen oder dann von Leistungen für mich manchmal schwierig, das haben Sie richtig erkannt. Aber darum geht es ja gar nicht. Dortmund möchte, davon gehe ich zumindest aus, nicht nur das Spiel gewinnen, sondern sie wollen an den Bayern dranbleiben und wir wollen unser Spiel gewinnen, um unsere Saison eigentlich weiter positiv zu gestalten und darum wird es gehen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das ein Spiel werden kann, was beide gewinnen können, was alle da auch dafür viel investieren werden. Und deswegen sollten wir uns auf das Spiel freuen und wir tun es auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir wollen es den Dortmundern nicht schwer machen, sondern wir wollen hier gewinnen und das ist das Thema. Und das wollen wir zeigen und ob es am Ende rauskommt, werden wir sehen. Aber Sie haben schon richtig gesagt, Dortmund gehört nicht nur von den Punkten zu den besten Mannschaften, sondern auch von der gezeigten Leistung. Sonja Eich für den Geistblock. Thomas Kessler hat unter der Woche gesagt, dass die Hinspielniederlage gegen den BVB für ihn am schwierigsten zu verdauen gewesen sei, weil es die beste Saisonleistung bis dato gewesen ist. Haben Sie da ähnliche Erinnerungen? Nö, solche Erinnerungen. Also das ist ja, was heißt verdauen? Na klar, ich habe verloren oder wir haben verloren. Das verdaue ich immer nicht ganz so einfach. Das ist dann schon so, dass man sich Gedanken macht, dass die Leistung okay war. Auch darüber können wir gerne reden, aber am Ende hat es nicht gereicht. Wir haben kein Tor geschossen, haben wenig aufs Tor geschossen, trotz der guten Leistung. Das Tor, was wir geschossen haben, wurde per Hand aberkannt. Und am Ende muss man sagen, hat Dortmund das dann auch sehr, sehr gut gemacht. Hat in den Situationen, in denen sie gefordert waren, waren sie dran. Aber da denken wir jetzt nicht mehr drüber nach, weil ich sag mal, die Situation schon wieder eine ganz andere ist. Wir haben uns seitdem weiterentwickelt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass wir uns weiterentwickelt sind. Sind in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition, die wir uns geschaffen haben für die letzten 8 Spiele. Und die gilt es halt weiter auszubauen, ohne jetzt das berühmte Wort zu sagen, wo wir alle hinwollen, sondern dann geht es darum, Spiele weiter zu gewinnen. Wir haben eine Möglichkeit vor voller Hütte, wir freuen uns drauf und das muss zu sehen sein. Also ich glaube, die Euphorie, die von unseren Zuschauern ausgeht, die sollte man auch auf dem Platz sehen und ich glaube,
viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und dieses Verdauen, sowas sollte man irgendwann dann auch abhaken. Gerne noch einmal Martin. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich am Mittwoch die Dortmunder nochmal vor Ort in Mainz angeschaut. Haben Sie da nochmal spezielle Sachen mitnehmen können aus dem Spiel, die man am Sonntag dann umsetzen kann? Nein. Ich bin jetzt aber auch keiner, der da hinfährt, um dann irgendwelche Geheimnisse rauszufinden oder irgendwas zu sehen, sondern ich habe zwei Mannschaften gesehen mit Mainz und Dortmund, die wir beide noch voller Brust haben. Ich finde es gut, dass man die Möglichkeit hat, wieder Bundesliga zu gucken, und es gibt nichts Schöneres als ein Abendspiel. Gestern war ich in Leverkusen und spiele gegen beide Mannschaften nicht mehr, also auch aus Interesse halber. Ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann, weil die Mannschaft, die dann gegen uns auflaufen wird, schon wieder etwas anders aussehen wird. Und deswegen, für mich war wichtig, das Spiel zu sehen, insgesamt zu sehen. Aber da kommen jetzt keine neuen Erkenntnisse, dass wir jetzt sagen, wir haben da irgendwas gesehen oder was erkannt, was wir vorher nicht erkannt haben. Also ich glaube, da sind wir schon alle einen Schritt weiter. War einfach ein gutes Fußballspiel, was ich gesehen habe, auch unter den Umständen. Das geht dann auch immer so schnell dann in diese Kritikpunkte rein, wenn ich sehe, dass Mainz erst 3 Tage trainiert hat, Dortmund wieder Probleme hatte, fand ich, war es ein gutes Bundesligaspiel. Und man sieht, wenn eine Mannschaft alles reinhaut, dann hast du auch das Glück, was man sich erarbeiten muss, weil das hat Dortmund dann am Ende dann auch mit dem 1-0-Sieg geschafft. Aber da waren jetzt keine Erkenntnisse bei, die ich jetzt nicht schon vorher hatte. Nesrin Elner, wollen Sie für die Sportschau? Steffen Baumgart, vielleicht einfach noch mal genauer, was meinen Sie für Erkenntnisse, wenn Sie es jetzt genauer definieren müssten? Sie haben gerade die Leistung angesprochen, die einfach für Sie viel besser aussieht bei den Dortmundern, als Sie es oft nachlesen. Also was macht die Dortmunder aus Ihrer Sicht denn so gefährlich als Mannschaft? Nee, gar nicht gefährlich. Also gefährlich macht sie erstmal, dass sie sehr, sehr gute Einzelspieler haben. Dann kommt noch dazu, dass ich zumindest aus meiner Sicht, dass sie sehr, sehr gut verteidigen, sehr kompakt verteidigen. Ja, dass alle, und das hat man gerade auch in dem Mainz-Spiel gesehen, ja, wenn man Can gesehen hat, wie oft er da dann noch auf der letzten Linie gerettet hat. Das heißt, die Jungs die wollen was gewinnen, und das sieht man bei allem. Ob das jetzt so gut aussieht, ob da jetzt Fußball zelebriert wird, wissen Sie, da sehe ich im Moment so viele Spiele, da habe ich auch eine andere Bewertung als das, was ich immer oft sehe und lese. Und deswegen habe ich da ein gutes kämpferisches Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Beide Mannschaften haben nach vorne gespielt, beide Mannschaften haben in der hohen Intensität gespielt, und darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Rosi weiß, dass wir das auch machen werden. In der hohen Intensität spielen und dementsprechend auch so agieren werden. Also wissen wir, was auf uns zukommt. Zwei Mannschaften, die gewinnen wollen, zwei Mannschaften, die dann auch unter den Bedingungen alles zeigen wollen, und das kann doch ein schönes Spiel werden, und das wollen wir zeigen. Und deswegen bleibe ich, ich betone es ja nicht zum ersten Mal heute, ich will, wenn es geht, dieses Spiel gewinnen. Und das sollte zu sehen sein. Egal, ob 7 fehlen oder nicht, sondern ich möchte dieses Spiel gewinnen. Vielleicht auch, weil ich gegen Rosi noch kein Spiel gewonnen habe. Mal gucken. Martin, bitte. Wo Sie Marco Rose schon ansprechen, Sie telefonieren ja, glaube ich, recht regelmäßig mit ihm. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen und worüber haben Sie sich unterhalten? Das letzte Mal habe ich ihn in Augsburg getroffen, den Abend davor. Also wir sehen uns dann schon, wenn die Möglichkeiten da sind. Und wir unterhalten uns dann immer über Fußball und ab und zu auch mal über private Dinge, aber am Ende halten wir es dann immer so, dass wir dann oft auch mal über die Mannschaften reden, über Fußball, so wie du es dann halt machst, aber alles okay und alles gut, und wie gesagt, ich freue mich auf das Spiel. Lukas Rott für Sport 1. Nachfrage dazu, tut ja Ihnen manchmal ein bisschen leid, dass, Sie haben ja gerade gesagt, die Dortmunder Leistungen kommen gerade nicht so rüber oder werden nicht so gewertschätzt, scheinbar. Ja, wieso scheinbar? Sie schreiben das doch. Also was heißt scheinbar? Also das, was ich mir anhöre über Dortmund, da denke ich, da spielt eine Rumpeltruppe. Wenn ich dann die Ergebnisse sehe und sehe, wie sie die letzten Spiele machen, dann denke ich immer, entweder gucke ich in anderen Fußball, auch unter den erschwerten Bedingungen, die da sind. Das wird dann alles immer wegdiskutiert. Und deswegen schätze ich die Leistung anders ein. Aber er tut mir auf keinen Fall leid. Warum? Weil er seinen Job liebt, weil er es gerne macht und weil er dem auch mit allem entgegensteht. Ja, und deswegen braucht er mir auch nicht leid tun, sondern er macht einen guten Job aus meiner Sicht und er holt aus der alten Mannschaft raus. Und wenn man ihn arbeiten lässt, glaube ich auch, dass er die Mannschaft weiterentwickeln wird und dahin kommen wird, wo sie vielleicht hin möchten und mal vielleicht auch ein bisschen Geduld haben. Guido Ostrowski und im Anschluss Jürgen Kemper für den Express. Es wird am Sonntag dann das insgesamt 92. Bundesliga-Duell sein zwischen Köln und Dortmund. Also da steckt viel Tradition drin. Sie haben es eingangs gesagt, 50.000 Stadion voll, Flutlicht. Ist das so ein Spiel, wo man auch als Trainer dann besonders gerne im Stadion dabei ist?
wie soll ich das jetzt sagen? Soll ich, also ich sag mal, das also, ist ja das, wofür wir nochmal, wir reden von Emotionen, wir reden von allem, was Fußball ausmacht. Und das ist ein Spiel, das ist das, was Fußball ausmacht. Wäre schön, wenn die Ultras endlich wieder da sind. Ja, das wäre nochmal der nächste Schritt, aber da kommen wir, glaube ich, hin. Aber das ist ja das, also nochmal, ich darf vor 50.000, das Wetter wird immer schöner, ich darf vor 50.000 unten am Rand stehen und darf eine Mannschaft betreuen. Also, was soll ich sagen, soll ich, also mehr grinsen kann ich nicht, auch wenn man es mir nicht immer anguckt. Und das ist das, was ich mir immer geträumt habe, immer gewünscht habe, als Spieler schon. Und dann wünsche ich das als Trainer auch. Und das, was wir mittlerweile haben, ist, wir können auf Augenhöhe agieren. Wir gehen nicht in das Spiel, um irgendwelche Favoritenrollen zu verteilen, sondern wir sind zu Hause und das muss zu sehen sein. Und deswegen nochmal, ich sage es nicht zum ersten Mal heute, ich möchte dieses Spiel gewinnen. Und das muss zu sehen sein. Ob es klappt, werden wir sehen. Und das werden die Jungs auch raushauen. Und dann gucken wir mal. Aber so wie die Jungs arbeiten, so wie die Jungs marschieren und jetzt nicht nur dieses Spiel oder die Spiele davor. Leute, lasst uns Spaß haben. Mehr geht nicht. Hoffe ich. Jürgen, bitte. Steht Ihr Meistertipp eigentlich noch? Ja, natürlich. Wieso soll ich denn? Wir haben doch noch 8 Spiele, 4 Punkte dran. Aber Sie wollen ja gewinnen am Sonntag. Dann könnte es natürlich wieder ein bisschen größer sein. Das heißt ja nicht, dass ich Ihnen helfen will. Aber deswegen... Also. Ich habe ja schon einmal ein Spiel verloren, wo ich sage, na, die 3 Punkte hätte ich auch gerne. Na, alles gut, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aber wieso soll ich meinen Tipp weggeben? Also auf keinen Fall. Also Sie glauben weiterhin, dass der BVB noch Meister werden kann? Zumindest kann das noch werden, ja, na klar. Ich glaube, wir hatten zu diesem Zeitpunkt jetzt die letzten Jahre, war das alles schon entschieden. Diesmal ist es noch nicht entschieden. So, also lassen wir uns doch mal gerne entspannt in die nächsten Wochen gucken. Und was Sonntag passiert, werden wir sehen. Dankeschön. Martin. Jetzt haben Sie die Ultras angesprochen, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Macht es Sinn, wenn Sie mal Kontakt aufnehmen oder haben Sie schon Kontakt aufgenommen zu den Ultras, dass Sie wieder ins Stadion zurückkommen? Können Sie es nachvollziehen, dass Sie im Moment nicht da sind? Ja, ich kann das nachvollziehen. Sie haben ganz klar für sich entschieden, unter welchen Bedingungen Sie wieder da sind und da stehen Sie auch zu und das finde ich auch richtig für Sie, dass wir es für uns, dass wir Sie gern dabei haben wollen. Es ist, glaube ich, für jeden Fußballer eine schöne Geschichte. Aber die Jungs, die fiebern genauso mit, die sind genauso dabei, halt jetzt in einer anderen Position. Und trotzdem weiß ich, dass sie dahinter da sind, dass sie uns die Daumen drücken. Und trotzdem haben sie für sich entschieden, unter bestimmten Bedingungen erst wieder da zu sein. Und das muss man respektieren, akzeptieren. Wir hoffen, dass wir diese Bedingungen bald erfüllen, dass dann alle wieder da sind. Und das finde ich auch in Ordnung, dass sie ganz klar sagen, entweder alle oder keiner.